Das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Spätestens nachdem der Bundestagspräsident noch einmal auf den Minderheitenschutz im Deutschen Bundestag hingewiesen hat, ist es natürlich notwendig, darzulegen, warum wir empfehlen, den Antrag heute nicht zu behandeln. Er ist ja von der Minderheit gestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Wahlperiode hatte die Große Koalition eine sehr große Mehrheit von 80% der Abgeordneten. Und wir haben das eben in Wahrnehmung des Auftrages, den der Bundestagspräsident gerade eben noch einmal betont hat, empfunden als einen Auftrag, Minderheitenrechte zu wahren. In dieser Wahlperiode sind die Oppositionsrechte in einem Maße gestärkt worden, dass wir darauf stolz sein können. Sie hatten jede Möglichkeit, in dieser Wahlperiode ihre Anträge einzubringen, ihre Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Es gibt überhaupt keinen Anlass, dass sie sich beklagen, sondern sie hatten alle Möglichkeiten. Wenn sie nach eigenem Empfinden vielleicht nicht vollständig genutzt haben, dann müssen sie das selber mit sich abmachen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Zweitens. Der Bundestagspräsident hat darauf hingewiesen, es ist eine gute Sitte, dass wir, auch wenn Wahl ist, noch einmal zusammenkommen für eine Sitzung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder weiß, das, was wir normalerweise mit solchen Anträgen machen, kann nicht mehr geschehen. Eine Ausschussüberweisung und eine erneute Debatte im Deutschen Bundestag. Und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bringen Sie hier nicht das Thema Glaubwürdigkeit. Machen Sie unseren Bundestag, der ein Arbeitsparlament ist, nicht schlechter, als er ist. Wir machen unsere Arbeit in den Ausschüssen und machen keine Klamauk-Hüftschüsse in der letzten Sekunde vor der Bundestagswahl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Drittens. Es gibt keine Eilbedürftigkeit. Diese Beschlüsse sind nicht neu. Sie sind 2002 unter der Bundeskanzlerschaft von Gerhard Schröder erstmalig in der NATO vereinbart worden. 2006 mit Außenminister Steinmeier und 2014 in Wales auf einem NATO-Gipfel erneut mit Außenminister Steinmeier, also unter höchstrangiger Beteiligung. Darauf darf ich hinweisen, liebe Freunde aus der Koalitionspartei SPD, unter höchstrangiger Beteiligung der Sozialdemokraten auf NATO-Ebene beschlossen worden. Auch das soll hier einmal festgehalten werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind in das Weißbuch eingeflossen und Sie sind, das hat der Wissenschaftliche Dienst bestätigt, ist auch eine Selbstverständlichkeit, übrigens politische Abmachungen in der NATO und nicht bilateral mit den USA. Hier wird ja in den letzten Wahlkampfwochen der Eindruck erweckt, wir würden hier etwas tun, was die USA von uns verlangen. Nein, das sind Vereinbarungen in der NATO. Und gerade die von Ihnen oft nicht beachteten Staaten, beispielsweise des Baltikums, legen größten Wert darauf, dass diese Vereinbarungen eingehalten werden. Und deswegen ist Bündnistreue an der Stelle einfach eine wichtige Sache, jedenfalls für die Union. Vierter Punkt. Die Bundesregierung verfolgt eine umfassende und auf Nachhaltigkeit angelegte Außen- und Sicherheitspolitik, die zunächst auf Diplomatie setzt. Was haben wir in dieser Legislaturperiode erlebt? Die Eingrenzung des Ukraine-Konflikts durch die Bundeskanzlerin im Normandie-Format, die zu den Minsker Beschlüssen geführt hat. Auch Außenminister Gabriel hat trotz kurzer Amtszeit schon auch auf der arabischen Halbinsel gezeigt, dass deutsche Diplomatie gefragt ist. Dazu gehört die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bundesminister Dr. Müller hat in einer Art und Weise das Thema Afrika in Deutschland präsent gemacht und in der Bundespolitik verankert und auch dafür gesorgt, dass wir es mit Zahlen hinterlegt haben. Darauf können wir stolz sein. Wir haben eine Sicherheits- und eine Außenpolitik, die auf Diplomatie fußt, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Blick hat, aber die natürlich auch unsere Soldatinnen und Soldaten gut gerüstet in die gefährlichen Einsätze schicken wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und letztlich, wenn Sie über Atomwaffen reden, dann muss man sagen, das Schlimmste, was geschehen ist, ist leider die Annexion der Krim. Wir kämpfen alle dafür, dass es weniger Atomwaffen gibt. Aber das, was wirklich bedrängend gewesen ist, ist, dass die Ukraine, die die Zusage der territorialen Integrität bekommen hatte, im Budapester Memorandum miterleben musste, dass Russland rechtswidrig die Krim annektiert hat
Und dass Sie auf dem Auge von der Linksfraktion absolut blind sind, das haben wir festgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber Sie könnten etwas gegen Atomwaffen machen, wenn Sie an der Stelle einmal zu einer klaren Position auch gegenüber Russland kämen. Deswegen brauchen wir den Antrag hier und heute nicht zu behandeln. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will noch mal daran erinnern, dass der Sinn von Geschäftsordnungsdebatten darin besteht, klarzulegen, ob und warum man eine Debatte führen oder nicht führen will, nicht aber die Debatte selber stellvertretend zu beginnen. Der Kollege Mützenich ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.